Danke sagen an den Leserkreis Dudenhofen, der uns eingestimmt hat auf die Veranstaltung und der uns auch hier diese Stücke eingangs offeriert hat. Ganz herzlichen Dank. Wir möchten auch, weil ich denke, wir wollen ja die Gedanken, die Ideen und die Vorhaben von Stella Dietjen auch weiterbringen über diese Veranstaltung hinaus. Und deshalb sind wir dankbar, dass auch die Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Presse zu uns gekommen sind. Und wir danken Ihnen schon im Voraus für die Berichterstattung, denn über Ihren Leserkreis erreichen wir noch mehr Menschen, die über diese Arbeit von Stella Dietjen dann informiert werden. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich Ihnen die schon angekündigte Referentin und auch namentlich vorgestellte Stella Dietjen ankündigen. Herzlich willkommen, liebe Stella Dietjen, hier in Dudenhofen. Erlauben Sie mir eine kleine Kurzvorstellung. Ja. Stella Dietjen und ihre Arbeit steht im Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe in Nepal und in Indien an besonderer Stelle. Sie ist Gründerin, aber auch Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Back to Life. Und ich habe gegoogelt, liebe Stella, darf ich so sagen. Sie spricht 6 Sprachen, unter anderem auch Hindi und Nepali. Das heißt also hier, sie weiß, wie es vor Ort aussieht natürlich. Sie weiß, wo Hilfe notwendig ist, aber sie kann auch sich mit den Menschen verständigen, was ja ganz wichtig ist, denn die Sprache ist der Schlüssel, um anzukommen. Das ist das Heute. Das Vorher, Sie sind 1970, also Sie sind Hessin, Sie sind in Frankfurt geboren, Sie haben in Bad Homburg gelebt, da haben Sie auch die Schule besucht, das Abi gemacht, Sie haben eine Schauspielausbildung abgeschlossen. In den 90er Jahren waren Sie drauf und dran, ein Fotografiestudium dann auch anzugehen und haben vorher als Backpackerin, das heißt als Rucksacktouristin, eine Tour durch Indien gemacht. Und bei dieser Gelegenheit hat sich ihr Leben geändert, hat sich ihre Einstellung auch zu bestimmten Problemlagen verändert. Davon werden Sie uns heute berichten, von dem Elend, von dem Leid von Kranken. Sie haben daraufhin 1996 den Verein Back to Life gegründet, später auch ihre Tätigkeit ausgeweitet für Hilfen für Straßenkinder, ich tippe das an. Und Sie haben ein Buch im letzten Jahr veröffentlicht, was auch Ihre Arbeit kennzeichnet und beschreibt. Und ich denke, dieses Buch werden Sie uns auch noch näher vorstellen und wir werden auch Gelegenheit haben, dass wir es bewerben können. Sorry. Gut, das wäre ein kleiner Einstieg, aber ich denke, Sie sind jetzt die Person und wir freuen uns, dass Sie uns informieren und dass Sie heute Abend bei uns sind. Vielen Dank. Guten Abend, Namaste, wie man bei uns sagen würde. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind und danke auch der Musik, es war wunderbar, und der Gastfreundschaft, die ich hier erfahren darf. Ich beginne erstmal aus meinem Buch zu lesen und stelle Ihnen danach die Projekte vor. Das Buch heißt Unberührbar und dreht sich vor allem um Leprakranke. Als ich endlich an den langen Treppenfluchten ankam,
die in Benares zum Fluss Ganga führen, verließ mich die Kraft. Ich sank auf der obersten Stufe und krümmte mich vor Leibesschmerzen. Mir gegenüber sah ich die Reihe der gewiss 100 leprakranken Bettler, die auf Almosen der Pilger angewiesen waren. Was für ein elendiges Schicksal. Sie saßen hier auf einem Quadratmeter Wegesrand, ihre Habseligkeiten neben sich in Tüten oder Stoffbündeln und warteten auf den Tod. Die Krankheit hatte ihre Gesichter monströs entstellt und ihre Gliedmaßen verstümmelt. Diese uralte Krankheit, die ich nur aus der Bibel, aus Filmen wie Ben Hur oder Büchern wie Papillon kannte. Die Kranken jagten mir Angst ein. Was sind deine Durchfallattacken gegen diese Krankheit, ging es mir durch den Kopf. Da löste sich ein alter, weißhaariger, großgewachsener Mann aus der Reihe der Bettler und kam auf mich zu. Oh nein, ich kann jetzt beim besten Willen keine Münze aus meiner Tasche suchen, dachte ich, da stand er schon vor mir. Er schaute mich liebevoll an und sagte etwas in Hindi, was ich natürlich nicht verstand. Dann intonierte er plötzlich Gebete und streckte seine Krallenhand aus, um mich zu segnen. Dabei berührte er meinen Kopf und ich konnte seine verkrümmten Finger und die verhornten Fingernägel auf meiner Kopfhaut fühlen. Ein Schock durchfuhr mich. Ein Leprakranker hatte mich angefasst. Aber die Furcht vor ihm und seiner Krankheit wich sofort, als ich ihm in die Augen sah. Er sprach weiterhin beruhigend auf mich ein. Und ich merkte, wie die Spannung von mir abfiel und die Schmerzen sich von meinem Körper lösten. Unglaublich. Hier sitze ich als Touristin, die zum Vergnügen und aus Abenteuerlust um die halbe Welt fliegt, um ferne Länder und Kulturen kennenzulernen. Und dieser Bettler, als Unberührbarer ausgestoßen, hat Mitleid mit mir und bietet mir seine Hilfe an. Ich schämte mich dafür, dass ich in den vergangenen Tagen so oft ohne Almosen an den Kranken vorbeigelaufen war, weil sie aussahen wie Kreaturen der Hölle. Zutiefst berührt und aufgewühlt stand ich auf, faltete die Hände zum Namaste, dem indischen Gruß. Ja, diese Begegnung hat mich die ganze Nacht nicht losgelassen. Die Welt war ja verkehrt. Ich hätte ihnen helfen müssen, statt er mir. Und so dachte ich mir, ich muss mich unbedingt bei diesem Mann bedanken und suchte ihn dann am nächsten Tag wieder auf. Mit Herzklopfen näherte ich mich der Bettlerreihe, ängstlich und unsicher. Die Geschenke hatte ich wie ein Schutzschild an mich gepresst. Der Alte kam heran, wieder schaute er mir forschend in die Augen, ich las Überraschung in seinem Blick. Mit Händen und Füßen bedankte ich mich bei ihm und übergab ihm die Mitbringsel. Da sprach mich ein noch ziemlich junger Leprakranker an, zu meiner Freude auf Englisch. »My name is Thiru. Was ich denn von den Bettlern wolle, warum ich jetzt hier sei, schon länger als eine Minute.« Ich sagte ihm, dass ich den alten Mann gern kennenlernen würde und bat ihn, für mich zu übersetzen. So konnte ich mich vorstellen und den Alten nach seinem Namen fragen. »Ich heiße Musafir«, sagte er, »was der Reisende bedeutet.« Und erneut stellte er mein ganzes Denken in nur einem Moment auf den Kopf. »Kind«, fuhr er fort, ganz und gar nicht anklagend, sondern in nüchternem Ton. »Seit 40 Jahren fragt mich kein Mensch mehr nach meinem Namen. Warum willst ausgerechnet du ihn wissen?« Mittlerweile hatten sich zwei Kreise um uns gebildet. Ganz dicht standen mindestens 20 Leprakranke und es wurden immer mehr, die aufgeregt untereinander diskutierten, alles kommentierten und sich die Geschenke Musafirs weiterreichten, um sie zu begutachten. Der äußere Kreis bestand aus gesunden Indern, die mich fassungslos anstarrten. Die Eindrücke überrollten mich. Wohin ich auch schaute, sah ich die Krallenhände, die vernarbten und wülstigen Lücken der amputierten Gliedmaße, Fußstümpfe in Stoffresten mit Eiter durchsucht, ein Albtraum am hellen Tag. Besonders furchterregend waren die Kranken mit dem sogenannten Löwengesicht, denen die Nase fehlte, statt ihrer ein Loch im Gesicht wie ein Krater. Auch die herunterhängenden unteren Augenlider sahen entsetzlich aus. All das hatte etwas Monsterhaftes. Es fiel mir schwer, die Männer lächelnd anzuschauen, die mich so freudig in ihre Mitte genommen hatten. Aber ich zeigte ihnen mein Entsetzen nicht, scherzte mit ihnen, beantwortete ihre tausend Fragen. Ich merkte, wie sie alles aufsogen und in der Aufmerksamkeit, die ich ihnen schenkte, förmlich badeten.
Ja, ganz anders war der Kreis der Inder, der sich um mich gebildet hatte. Die versuchten mich alle zu warnen, sagten, weg hier, das sind Hunde, mit denen redet man erst gar nicht, geh ganz schnell hier weg. Ja, ich lernte diesen jungen Mann besser kennen. Der fragte mich nämlich, ob ich aus seiner Tasche etwas ziehen könnte. Das tat ich dann auch. Das waren Papierrollen. Als ich die dann auseinanderfaltete, sah ich, dass da wunderschöne, naive Zeichnungen drin waren. Und ganz stolz sagte mir Thiru, die hätte er gemacht. Und ich schaute auf seine Hände. Er hatte überhaupt keine Finger mehr, nur noch den Mittelfinger zur Hälfte. Und er konnte meinen Blick gut interpretieren und sagte, ja, ich spann mir einfach einen Stift in die Hand, mit einer Bandage fixiere ich den und so kann ich zeichnen. Nur, ich habe leider kein Papier und keine Stifte mehr. Und da antwortete ich ihm, na, das kann ich dir besorgen. Und so hatte ich mein erstes Date mit Leprakranken. Wir verabredeten uns dann für den nächsten Tag und diese Verabredung führte sich dann fort. Ich ging dann jeden Nachmittag zu den Leprakranken hin und wir zeichneten Bilder. Thiru brachte mir damals sämtliche Göttergeschichten nahe. Also wir zeichneten, man sagt, der Hinduismus hat 330 Millionen Götter. Also wir könnten heute noch da sitzen und weiter zeichnen. Aber so lernte ich eben auch jeden Tag etwas mehr über ihre Kultur und ihre Geschichten. Während wir zeichneten, kamen die Kinder und nahmen auch irgendwie teil, kletterten auf meinen Schoß. Die anderen Leprakranken wollten irgendwie zumindest einen Tee überreichen, die Bleistifte spitzen oder irgendwie teilhaben. Und so wuchsen wir innerhalb der nächsten Wochen immer zu einer tieferen und engeren Gemeinschaft zusammen. Ich lernte sie mehr und mehr und besser kennen. Und so merkte ich eben, dass es eine Gesellschaft ist außerhalb der Gesellschaft. Von Musafir erfuhr ich seine Geschichte. Er sei Landarbeiter gewesen und habe Vieh besessen, begann Musafir zu erzählen. Ein bisschen Ackerland habe er auch gehabt. In meiner Fantasie sah ich Musafir als jungen Familienvater auf dem Feld arbeiten und abends gepackt mit schweren Lasten in eine Lehmhütte zu seiner Frau und zur Schar seiner Kinder zurückkehren. Doch dann brach Lepra bei ihm aus. Ich wollte wissen, wie er das gemerkt habe und er zeigte mir die breiten, depigmentierten Hautstellen an den Beinen. Das war das erste sichtbare Zeichen der grauenvollen Krankheit. Verzweifelt fuhr er in die nächste Stadt auf der Suche nach Hilfe. Die Krankenhäuser wiesen ihn schon an der Tür ab. Er fand keinen Arzt, der ihn behandelte. In einer Apotheke verkaufte ihm der Besitzer teure Wundertabletten. Sie halten ihn aber nicht. Es dauerte nicht lange, bis ich im Dorf herumsprach, dass er Lepra hatte. Die Inder leben dicht auf dicht. Jeder sah und wusste alles vom anderen. So blieb Musafir nichts anderes übrig, als sein Bündel zu schnüren, die Familie und sein Haus, sein ganzes Leben zu verlassen. Wäre er geblieben, wären die Seinen ebenso zu Unberührbaren geworden. Sie hätten ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht verkaufen können, noch nicht einmal die Eier der Hühner. Außerdem hätte ihm niemand Arbeit gegeben und die Kinder wären nicht zu verheiraten gewesen. Deshalb musste Musafir gehen. Er war auf einmal kein Mann mehr, kein Vater, kein Dörfler oder Bürger. Sein Besitz, seine Arbeit, seine Meinung, seine Freundschaften und Bekanntschaften, sein Name, das alles zählte nicht mehr. Alles, wofür er gearbeitet hatte, was er sich aufgebaut hatte, was er liebte, war mit der Krankheit verloren, wurde unwiederbringlich Vergangenheit. Gezeichnet von der Lepra blieb ihm nur die Schattenexistenz als Unberührbarer am Straßenrand irgendeiner Stadt. Ja, und damals war es wirklich noch so. Also die Leprakranken mussten sich sogar so hinsetzen, dass ihr Schatten nicht auf einen Normalbürger fiel, denn der Normalbürger fühlte sich allein durch den Schatten schon verseucht und bedrängt. Also das heißt, die waren komplett aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dennoch, das hört sich jetzt alles so furchtbar traurig und hoffnungslos an. Also ich hatte damals, da gab es noch kein Internet, das war noch das echte Leben. Da konnte man nicht einfach googeln, was ist Lepra oder wie schütze ich mich davor. Also an diese Informationen zu kommen, war zu dem Zeitpunkt damals für mich noch völlig unmöglich. Ich möchte aber unbedingt noch hinzuschicken,
dass auch wenn das alles sehr furchtbar klingt, wie isoliert diese Menschen leben mussten, sie hatten untereinander wenigstens Spaß. Also es war eine Gemeinschaft, in der viel gelacht wurde. Ich habe mit meinen Leprakranken zum Teil mehr gelacht als mit meinen westlichen Freunden. Allein aus dem Grund, weil die jeden leichten Moment umso mehr zu schätzen wussten und jeder Witz wurde 5-mal gelacht und dann nochmal wiederholt. Das ist mir nur wichtig zu erwähnen, nicht, dass Sie denken, wir hätten dort die ganze Zeit eben nur die Umstände beklagt oder Trübsal geblasen, dem war nicht so. Ja, hier sehen Sie Bilder von Underground. Das ist eben die Stelle, an der die meisten meiner Bettler leben mussten. Dazu lese ich jetzt auch noch eine Stelle vor. Kieran, ein kleiner Straßenjunge, zog mich aufgeregt am Arm hinter sich her, Widerspruch zwecklos. Wir steuerten Underground an. Hier hausten die Bettler und nachts schliefen sie dort, zumindest die meisten. Der 7-Jährige wollte mir unbedingt zeigen, wo genau er lebte. In Sichtweite des Pilgerweges stand ein großräumiger Gebäudekomplex, der nie fertiggestellt wurde. Er verschandelte die Gegend, schon verwitternd und zerbröckelnd. Das Gebäude war nur ein Betongerippe, korrodierte Stahlträger ragten aus dem ersten Stock in den Himmel. Eine großflächige, komplett offene Halle ohne Wände, von Stützpfeilern gehalten. Der Boden der nächsten Etage, die nicht mehr gebaut wurde, bildete ein dürftiges Dach für diese Schicksalsgemeinschaft. Unter dem Betonboden war die Erde großflächig ausgehoben. In diesem Untergrund brodelte eine schwarze Brühe aus Müll, Abwasser und Schlick. Es stank wie die Pest. Auf einmal entdeckte ich Bewegung in dem stehenden Teich. Blasen zerplatzten an der schmierigen Oberfläche. Obwohl das Wasser rabenschwarz war, konnte ich monströse Fische darin ausmachen. Sie sahen aus, als seien sie einem Horrorfilm entsprungen. Lange Barten wuchsen um ihr Maul. Kieran lachte, als ich das Gesicht verzog. Mich schauderte. Er warf kurzerhand einen Stein nach ihnen und damit war für ihn die Sache erledigt. Aus dem Wasserloch zog der Gestank von Verwesung, Kot und Müll direkt hoch in das Erdgeschoss, in dem sich die Bettler aufhielten, aßen und schliefen. Kieran dirigierte mich einmal quer darüber bis in die Ecke, in der seine Mutter, umgeben von Bergen von Gepäck und Kindern, auf dem Boden saß und ein Baby stillte. Glühend vor Stolz stellte Kieran mich seiner Ma vor, schnappte ihr das Baby von der Brust und legte es mir in die Arme. Es war winzig, ein kleines Mädchen, nackt, aber in ein buntes Tuch gewickelt, so zart, zerbrechlich und weich, der größte Kontrast zu diesem höllischen Dreck um mich herum. Empört schrie es, seiner Milch beraubt, und ich gab es der Mutter sofort wieder. Nur ein paar Meter weiter standen mehrere Dieselgeneratoren, die während der täglichen Rationierung anliegende Geschäfte mit Strom versorgten. Sie knatterten bei Stromausfall unentwegt und hüllten ganz underground für Stunden in dichte, schwarze Rauchwolken. Seit das Baby auf dieser abscheulichen Müllkippe geboren worden war, nahm es vom ersten Atemzug an die Dämpfe und Bakterien, die Seuchenerreger und den Schmutz auf. Ich schauderte wieder. Kirans Geschwister und alle anderen Kinder des Undergrounds standen im Nu um mich herum. Ich spürte die kleinen Hände, die an mir zuckelten. Kieran zeigte mir haargenau, von wo bis wo seine Familie lagerte und zog mit dem Finger eine imaginäre Linie. 2 Quadratmeter versifften Betonboden nannten sie ihr Zuhause. Dicht an dicht lagerten die nächsten Bettler. Underground war hoffnungslos überfüllt. Überall lagen Menschen, überall Gepäck in Taschen, Säcken und sonstigen Behältnissen. Es sah aus wie in einer rappelvollen Bahnhofshalle. Nur, dass kein Zug kam, um die Menschen ans Ziel ihrer Reise zu bringen. Für die meisten war die Reise hier wohl zu Ende. Sie waren ganz unten angelangt. Doch auch hier hatte jeder seinen festen Platz inne, lernte ich. Wenn eine Familie auf einem Quadratmeter Boden siedelte, gab sie ihn nicht mehr her. Underground war tagsüber nie ganz verlassen. Die Bettler kochten hier, dösten in der bleiernen Hitze, bewachten ihre Habseligkeiten. Manche saßen auch in Grüppchen zusammen, schwatzten oder spielten Karten um Geld. Ein paar Männer schliefen wohl auch ihren Rausch aus, so verdreht, wie sie dalagen, und die Straßenhunde kratzten sich die Flöhe aus dem räudigen Pelz. Normalerweise besteht ein Slum aus kleinen Hütten mit Brettern oder Plastikplanen gebaut.
sodass es zumindest ein wenig Privatsphäre gibt, wenn auch nur hinter Tüchern. Diese Bettler jedoch lebten ganz ohne Sichtschutz. Geboren wurde man hier vor aller Augen und man starb vor aller Augen. Ja, und in dieser Zeit lernte ich eben die Bettler immer besser kennen. Also ich bemerkte, dass ihr Leben nicht einfach nur Chaos ist, sondern dass auch sie einem festen Gefüge folgen. Sie hatten zum Beispiel einen Bettlerkönig, dem mussten sie ungefähr 10% ihres Bettlergewinnes abgeben, erhielten dadurch aber Zugehörigkeit zur Gruppe, Schutz und eben einen lukrativen Platz in der Pilgerreihe auf dem Weg zu Ganga. Dort kann man besser betteln. In dieser Gemeinschaft schlossen sich immer kleine Grüppchen zusammen. Wir hatten viele alte Leute, die sich gar nicht mehr selbst versorgen konnten. Die gaben dann wieder etwas von ihrem erbettelten Reis der Gruppe und so wurden sie eben mitversorgt. Dann wurde für sie gekocht von einem anderen Bettler. Ja, die Kinder der Straße, die Bengel und Gören der Straße waren schon in ihrem zarten Alter mit allen Wassern gewaschen. Eine normale Kindheit konnten sie nicht genießen. Sie bettelten, sie arbeiteten, sie stahlen. Meist auch in dieser Reihenfolge. Am Morgen schwärmten die verdreckten Straßenkinder aus und mischten sich unter die Pilger, bis sie jemanden erspähten, dessen Herz sie gewiss erweichen konnten. Einmal auf der Jagd ließen sie ihr Opfer nicht mehr aus der Mangel, bis sie entweder unsanft beiseite geschoben wurden oder ihr Ziel erreichten und eine kleine Münze abstaubten. Sie griffen an wie kleine Raubvögel, bevorzugt wählten sie Touristengruppen oder wohlhabende Pilger aus. Die kleinen rotznasigen Herzensbrecher waren immer vorne weg, so wie Kalika, ein vielleicht 5 Jahre altes Mädchen, das aussah wie die indische Variante von Ronja, der Räubertochter. Tiefschwarze große Augen schauten so keck und fröhlich in die Welt, dass man gar nicht anders konnte, als das Kind ins Herz zu schließen. Den Tag über mussten die Kinder selbst sehen, wie sie zurechtkamen. Ein gekochtes Mittagessen wartete nirgendwo auf sie. Ihre Mahlzeiten verdienten sie sich eigenständig jeden Tag aufs Neue. Sie wussten, dass sie der Mutter Geld zu bringen hatten oder zumindest Naturalien. Wenn mit dem Betteln nicht genug zusammenkam, zogen sie auch schon mal los und stahlen, meist Früchte oder Gemüse von den Marktständen. Die Kinder waren schnell wie der Blitz und nicht zu fassen, sie hatten leichtes Spiel. Doch wenn sie ertappt wurden, dann setzte es mehr als nur eine Ohrfeige. Dann wurden sie von den Gemüsehändlern heftig durchgeprügelt, meistens mit dem Bambus, der auch zur Abwehr der gefressenen Kühe gedacht war. Im Gegensatz dazu wurden die Kühe aber niemals hart geschlagen, denn sie galten ja als heilige Tiere. Viele Kinder arbeiteten und keiner störte sich daran. Sie leisteten Hilfsarbeiten auf dem Markt, stapelten Gemüse, trugen Körbe, brachten Wasser in schweren Kanistern. Sie halfen in kleinen Läden aus, machten den Abwasch der Chai-Shops. Sie schufteten auf Baustellen, wo sie Steine schleppten oder Wacker mit dem Hammer zu Kieseln schlugen. Manche trugen Kohle aus und waren schwarz wie Bergwerksarbeiter nach der Schicht. Oft verdienten sie gar kein Geld, sondern standen als Pfand für die Schulden ihrer Eltern ein. Eine Schule hatten die jungen Mädchen der Straße nie gesehen. Dafür waren sie zu weit weg von der indischen Gesellschaft, auch wenn sie mittendrin lebten. Schulunterricht kostete Geld, das sie nicht hatten. Sie konnten sich noch nicht einmal die Schuluniform oder ein paar Schuhe leisten. Körperlich waren die Kinder in einem erbarmungswürdigen Zustand. Ihre verkrusteten Wunden sprangen mir ins Auge. Viele hatten eine verschorfte Kopfhaut, die Haare wuchsen in Büscheln darum. Sie kratzten sich auch ständig. Der Überlebenskampf auf der Straße brachte schon jedem Kleinkind Narben und Wunden ein. Verletzungen, Verbrennungen, Unfälle, Schläge, Krankheiten, Mangelernährung und Vernachlässigung. All das konnte man auf ihrer Haut ablesen, angezeichnet, aufgezeichnet wie in einer Anklageschrift. Ja, und eigentlich wollte ich nur ein paar Tage in Benares bleiben, aber nachdem ich eben all diese Bettler kennengelernt hatte, dachte ich mir, dass ich den Rest meines Visums auch noch nutze, bei ihnen einfach den Monat noch bleibe, weiter zeichne und eben versuche, ihnen Aufmerksamkeit und menschliche Zuwendung zu geben. Damals wusste ich noch nicht, dass man gegen Lepra aktiv etwas tun kann. Ja, und dann kam der Schicksalstag. Das ist ein Brief an meinen Bruder,
den Sie hier auch sehen, der hat im Endeffekt dann auch unseren Verein gegründet, deshalb ist er hier abgebildet. Und ich lese jetzt einfach mal einen Teil dieses Briefes vor. Mein geliebtes Bruderherz, liebster Wolf. Hilfe, SOS Mayday, es ist etwas ganz Entsetzliches geschehen, Wolf. Meine Bettler sind abtransportiert worden und ich bin mittendrin. Es ging nicht anders. Der Tag begann ganz harmlos und normal, so normal wie ein indischer Tag eben sein kann, als auf einmal der Tumult auf dem Pilgerweg ausbrach. Die Bettler stoben wie von Hornissen gestochen auseinander, Alte wie Junge versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Selbst die, die normalerweise kaum laufen konnten und nur humpelten, rannten plötzlich an uns vorbei. Bettlerfrauen ließen ihre schlimmsten Schimpfwörter und verdorbensten Flüche ertönen. Unheil lag in der Luft. Als ob sich eine dunkle Gewitterwolke über uns geschoben hätte. Der kleine Kiran packte sofort meine Hand und wir liefen dorthin, wo sich bereits eine Menschenmenge angesammelt hatte. An der Mündung des Pilgerweges in die Straße stand ein vergitterter, alter, schiefer Lastwagen auf geflickten Reifen. Die Ladefläche war noch offen und von Polizisten bewacht. Sie hatten offensichtlich Gefangene an Bord. Mein Herz setzte aus, als ich bemerkte, dass statt Verbrecher meine Lepra-Männer im Lastwagen gefangen waren. Musafir gehörte zu denen, die ganz hinten an der Luke standen. Als sich unsere Blicke trafen, konnte ich Todesangst in seinen Augen sehen. In den Gesichtern der anderen Bettler, die ich ausmachen konnte, lag derselbe terrorisierte Ausdruck und die gleiche furchtbare Angst. Ich bestürmte die Polizisten, fragte, was sie da täten und warum sie diese Männer mitnehmen. Betteln ist illegal, sie kommen ins Gefängnis. Wolf, das ist ja wohl das Sarkastischste, was ich je gehört habe. Was sollen sie denn machen, außer zu betteln? Würde der Staat sie zumindest minimal versorgen, müssten sie nicht betteln. Doch mir war sofort klar, dass ich mit den Polizisten nicht zu diskutieren brauchte. Es blieb auch keine Zeit mehr zum Reden. Im selben Moment wurde der Motor des Lasters knatternd angelassen, woraufhin die Frauen und die Straßenkinder schier durchdrehten und noch lauter schrien. Alles heulte, Motor und Menschen. Die Bettlerfrauen klammerten sich verzweifelt wie Ertrinkende am Lastwagen fest und wurden von den Polizisten mit Bambusschlägen weggeschlagen. Auf der Straße herrschte ein einziges Tohuwabohu und unter den Straßenleuten echte Katastrophenstimmung. Nur die männlichen Bettler wurden eingesammelt. Für Frauen und Kinder hatten die Behörden offensichtlich keine Lösung parat. Das Einzige, was ich jetzt tun konnte, war, bei meinen Bettlern zu sein. Wolf, ich hoffe, du verstehst mich. Doch ich fragte mich in diesem Moment, was ich tun würde, wenn du auf diesem Laster wärest. Ich ließe dich auch niemals allein. In den vergangenen Monaten nannten sich die Bettler meine Brüder, Väter und Großväter. Also muss ich jetzt für sie da sein, wenn das nicht nur heißer Wind aus meinem Munde war. In dem Moment, als der Motor brummte, war mir klar, dass ich diese Menschen niemals wiedersehen würde, wenn man sie jetzt fortschaffte. Wie sollte ich in Erfahrung bringen, wohin sie gebracht wurden und was mit ihnen passierte? Ich konnte jetzt nicht die Augen verschließen, mich wegdrehen und einfach mein Leben weiterleben. Das war himmelschreiendes Unrecht. Begann direkt vor meinen Augen, es traf mich mitten ins Herz. Es war wie ein Bericht aus der Tagesschau zu sehen und dabei aber live dabei zu sein. Ich musste handeln. Also sprang ich auf den Laster auf in letzter Sekunde. Die Polizei flippte aus. Madam, Madam, komm da raus. Doch wenn man sich einmal mitten unter Leprakranken befindet, ist man mindestens ebenso unberührbar wie sie. Niemand versuchte mich vom Laster zu zerren. Ein paar Augenblicke später fuhren wir endgültig los. Ein Riesenchaos herrschte um uns herum. Hupend bahnte sich der Lastwagen mühsam den Weg. Hunderte von Fahrrädern hatten uns eingekesselt und folgten uns, alle in größter Aufregung und brennender Sensationslust. Man hätte Strom erzeugen können, so aufgeladen war die Atmosphäre. Die eine Hälfte skandierte »God bless you«, »Gott schütze dich« und die andere Hälfte verfluchte und beschimpfte mich lautstark oder nannte mich crazy, verrückt.
Der Lastwagen holperte mit uns durch die ganze Stadt zum Gefängnis. Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. Gedanken und Gefühle zogen wie Stürme durch mich hindurch. Ich vermag sie dir kaum noch zu beschreiben. Zwischen Angst und Wut, Aufbegehren und Aushalten. Meine Bettler sind Gefangene, abtransportiert wie Schlachtvieh, behandelt wie Kriminelle, ohne Rechte, ohne Würde, in voller Missachtung, dass auch sie Menschen sind. Die haben auch kalt lächelnd Familien auseinandergerissen. Die Bettler haben sich nichts zu Schulde kommen lassen. Sie leiden lediglich unter einer gravierenden, hässlich auszusehenden Krankheit. Soll das ihr Verbrechen sein? Der Lastwagen hielt vor den großen Gefängnistoren, ein jämmerliches und für mich unauslöschliches Bild, wie zerlumpte Bettler und verkrüppelte Leprakranke mühsam aus dem Frachtraum krochen, um von der Polizei unter Stockschlägen in die Gefangenschaft getrieben zu werden, wie eine Viehherde zur Schlachtbank. Vishwan konnte nicht mehr auf den Füßen stehen. Er litt unter einem Hitzeschlag. Sein Kopf und Körper waren hochrot angelaufen und überhitzt. Er lallte, röchelte und stöhnte nur noch. Wir trugen ihn zu viert in den Gefängnishof. Er war so schwer wie ein toter Ochse. Dann kühlten wir ihn langsam mit nassen Tüchern ab. Nach über 3,5 Stunden im Blutofen des Frachtraums war es kein Wunder, dass dieser alte Mann zusammenbrach. Ja, und im Gefängnis hatten die dann keine wirkliche Lösung für uns, denn die echten Gefangenen wollten nicht mit Leprakranken eingesperrt sein. Also wurden die Gruppe der Leprakranken einfach in den Innenhof gepfercht. Wir bekamen nichts zu essen. Sie mussten ihre Taschen leeren. Sie fingen dann an, mir die Münzen zuzustecken. Also meine Tasche wurde immer größer und schwerer, bis die Wärter das irgendwann gesehen haben und unterbunden haben natürlich. Ich zählte die Bettler durch und notierte mir jeden einzelnen Namen. Unbewusst war das meine erste Projektliste, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Einige diktierten mir auch nicht nur ihre Namen, sondern auch fremdklingende Adressen von ihren Dörfern, damit ich zur Post gehen und Telegramme an ihre Familien aufgeben konnte. Sie baten mich mit Nachdruck darum. Ich möge den Familien mitteilen, dass ihre Männer zwar gefangen genommen wurden, aber nicht tot wären. Deshalb könnten sie für eine Weile kein Geld schicken, aber hoffentlich bald wieder. Diese verzweifelten Kurznachrichten brachen mir 1000-fach das Herz, weil da begriff ich erst, dass diese Männer ja alles verloren hatten, ihr Dorf, also ihre Lieben im Dorf zurücklassen mussten. Die meisten sind ohne Familie auf der Straße. Manche haben vielleicht eine neue Familie auch auf der Straße gegründet mit einer Bettlerfrau, aber diese Männer schicken ihr erbetteltes Geld nach Hause, denn wenn die Frau dort zurückbleibt im Dorf mit 5 Kindern und als Tagelöhnerin auf den Feldern arbeitet für irgendwelche Großgrundbesitzer, dann kann sie vielleicht gerade so genug verdienen, dass die Kinder was zu essen haben, aber sie kann ihnen keine Schulausbildung ermöglichen. Wenn ein Kind krank wird, wird sie niemals Medikamente kaufen können. Und deshalb ist das Geld des Bettlers wichtig zum Erhalt der Familie. Das war mir vorher gar nicht bewusst, dass die sich nur den kleinsten Teil dieses Bettlergelds für sich selber nehmen und den Rest eben nach Hause schicken. Ja, ich versprach dann den Bettlern, dass ich auf jeden Fall alles tun würde, um sie dort wieder aus dem Gefängnis herauszubekommen. Ich konnte damals noch kein Handy, ich habe gesagt, ich weiß nicht wie, aber ich werde euch auf jeden Fall, ich fahre hier nicht weg, bevor ihr nicht befreit seid. Und ich möchte jetzt auch nicht alles, wie nennt man das, hervornehmen, also vorziehen, denn ich hoffe natürlich, dass sie das Buch lesen. Die nächsten 3 Monate meines Lebens waren mit die spannendsten überhaupt, denn da habe ich dann wirklich täglich einerseits die Bettler im Gefängnis besucht, andererseits versucht, überall Klinken zu putzen in dieser Stadt, beim Bürgermeister, beim Stellvertreter, beim obersten Polizeichef, bei Richtern. Ich habe mir einen Anwalt genommen, weil ich dachte, das sind doch indische Bürger, auch wenn sie Lepra haben, die müssen doch irgendwelche Rechte haben. Jetzt, dann klage ich diese Rechte halt ein. Na, der Anwalt, der hat herzlich gelacht über mich, also mein Geld hat er gern genommen, aber er konnte natürlich nichts tun, dass diese Leute befreit würden. Und ich hatte damals natürlich eigentlich einen ganz anderen Lebensplan. Ich lebte damals in Italien, wollte eine Fotografieschule besuchen. Mein Platz, also ich hatte 6 Monate Zeit für eine Reise, die 6 Monate waren dann aber vorbei. Ich rief dann immer wieder zu Hause und auch in Italien an und sagte, ich komme noch.
macht euch keine Sorgen, ich habe hier nur wirklich was zu tun, ich kann mich jetzt nicht umdrehen und einfach gehen. Meine beste Freundin in Italien meinte, das kannst du nicht lange herauszögern, dein Platz wird dann genommen. Und irgendwann lief ich halt an und dann war der Platz zwar weg, aber wie gesagt, ich hatte das den Männern versprochen, sie da rauszuholen. Und nach 3 langen Monaten, ich war zwischendurch auch immer mal wieder krank, denn das war der Anfang meines Indienaufenthaltes, da hatte ich dann doch auch noch sehr unter Durchfall und sämtlichen Krankheiten, die eben dort auch durch das harte Klima mitgebracht werden, denen man sich einfach aussetzen muss, unter denen hatte ich zu leiden. Und nach 3 Monaten interviewte mich ein Journalist und ich dachte damals noch, naja, das gibt eine kleine Randnotiz in der Zeitung. Und der hat allerdings über ganz Indien kam dann ein Artikel raus, dass meine Bettler verhaftet wurden, dass ich mit ihnen verhaftet wurde. Das stimmt zwar jetzt nicht so ganz, das war ja freiwillig. Aber und dieser Artikel zeigte wohl große Wirkungen auf den Magistrat. Die bekamen dann Angst. Die hatten zuerst gesagt, sie machen ein Wohlfahrtsprogramm. Was für eine Frechheit. Also sie haben den Bettler gerade noch ihr letztes Gut, nämlich die Freiheit genommen. Von Wohlfahrt kann man da wirklich nicht sprechen. Sie würden ihnen ja ein Dach über den Kopf geben, ja im Gefängnis. Also das ist dann wirklich keine Hilfe. Und als dieser Artikel dann rauskam über ganz Indien, bekam der Magistrat wohl Druck und dann haben sie eben meinen Bettler entlassen. Hier sieht man auch den Bettlerkönig hier der mit in dem weißen Hemd. Und an dem Tag, an dem die Bettler entlassen wurden, schlug nochmal das Schicksal zu, weil ich dachte, jetzt habe ich meine Mission beendet und kann auch wieder an meinem Leben anknüpfen. Also ich war damals sehr glücklich in Italien. Das war mein hellster Traum, in Rom leben zu dürfen. Ich musste als Schülerin Latein studieren in der Schule, also wollte ich auch mit den echten Steinen dann mal spielen dürfen, nachdem ich das jahrelang alles übersetzen musste. Und war am selben Tag traf ich eine Schweizer Touristin, die war Ärztin, und die sagte zu mir, ich sehe dich immer mit Leberkranken. Und es ergab sich ein Gespräch zwischen uns und da hatte ich dann endlich die Frau, der ich alle Fragen über diese Krankheit stellen konnte. Sie informierte mich dann, Lepra ist heilbar. Ich konnte es nicht fassen, weil ich war vorher auch schon in den indischen Krankenhäusern. Ich hatte Leprakranke auf der Straße, denen es nicht gut ging. Die habe ich einfach mal dahin begleitet und dort eben auch diese Abweisung gesehen, dass sie eben ohne einen Westler an der Seite vom Arzt gar nicht wahrgenommen werden und auch nicht bedient werden. Und die Ärzte haben mir knallhart gesagt, schafft das Hundepack hier raus, wir sind für die nicht zuständig. Also keiner hat mich informiert, dass man etwas dagegen tun kann. Diese Schweizerin wiederum meinte, es dauert 2 Jahre, die müssen jeden Tag einen Tablettencocktail nehmen, und gab mir $100 und sagte, fang doch an. Ich war damals Anfang 20, wie gesagt, hatte meine eigenen Pläne und dachte mir, nee, das schaffe ich nicht und ich bin auch keine Ärztin, das kann ich nicht. Und da sagte sie mir noch, du brauchst gar nicht Ärztin zu sein, schreib doch an die an die WHO in Genf, die haben Bücher über Lepra, die können dir das schicken, da liest du dich ein und im Prinzip musst du denen eigentlich nur die Medikamente austeilen. Naja, ich verabredete mich dann mit den Leprakranken, die aus dem Gefängnis in Gruppen entlassen wurden, und wir verabredeten uns für den Abend in einer schon bestehenden Leprakolonie, weil ich bekam über diese 3 Monate, die ich eben die Bettler im Gefängnis und auch die, die noch auf der Straße waren, unterstützt habe, bekam ich sehr viel Gegenwind von der indischen Gesellschaft. Also ich wurde nicht nur 30 Mal am Tag Hure und sonst was genannt, mir wurde offen und massiv gedroht. Es hieß, wenn du weiter mit diesen Leuten bist, dann kriegst du von uns kein Essen mehr, kein Tee mehr aus unseren Teeläden. Es hieß, wir schütten dich mit Benzin über und zünden dich an. Da habe ich noch gelacht, habe gesagt, das haben sie mit den Christen auch mal versucht und schaut mal, wie viele es heute gibt. Aber es war eine gefährliche Situation, weil ich habe schon gemerkt, also die Gesellschaft erkennt das nicht an, sondern sie möchten nicht, dass jemand sich mit diesem Thema überhaupt auch nur befasst, geschweige denn Freundschaft schließt mit diesen Menschen. Und deshalb wollte ich den Abschied mit den Leprakranken nicht auf der Straße nehmen, weil ich genau wusste, da kommen wieder irgendwelche Bemerkungen aus der Gesellschaft. Und so verabredeten wir uns in der Leprakolonie. Als abends dann dort alle eintrafen, war Essen zubereitet, die Leprakranken haben gesungen, sie waren ja gerade erst frei aus dem Gefängnis, also war natürlich jeder überglücklich.
Und irgendwann legte ich dann diese 100 Dollar in die Mitte und sagte, ich muss jetzt zurück in mein Land, macht damit, was ihr wollt, teilt euch das. Und dann begann natürlich das Drama, alle hielten mich fest irgendwo und sagten, nein, bitte, bitte fahr nicht zurück, wir brauchen Medizin, wir brauchen Häuser und jeder hatte irgendwas, du bist doch meine Schwester. Sie nannten mich von Anfang an dort große Schwester Tara Didi. Große Schwester Tara. Tara ist die Übersetzung meines Namens, das heißt Sternsteller. Das können die nicht aussprechen oder nicht so gut und da haben sie den einfach übersetzt. Ja, und mein Lieblings-Lepra-Mann, der wird auch noch öfter gezeigt nachher, Singeshwar, sagte mir den starken Satz, der mich auch nie wieder losgelassen hat. Wir wollen doch einfach nur unser Leben zurück. Und da dachte ich dann, mein Gott, ich bin Anfang 20, die Lepra-Therapie dauert 2 Jahre, 100 Dollar habe ich ja schon, Gott sei Dank war ich da so naiv. Dann versuche ich ihnen das Leben zurückzugeben. Und deshalb nannte ich dann auch eben das Projekt Back to Life, zurück ins Leben, angelehnt an diesen Wunsch meines Lieblings-Lepra-Mannes. Und entschloss mich damals, es eben zu versuchen. Also rief ich dann an, habe alles abgesagt. Meine Eltern sind in einen Riesenschock verfallen. Meine Mutter war Gott sei Dank, oder ist Gott sei Dank Lehrerin gewesen, ihr Leben lang über Studienrätin, hatte viel mit jungen Leuten und Idealismus zu tun. Die hat es einigermaßen unterstützt. Ja, irgendwann schickten sie mir meinen Bruder hinterher, der dann mal schaut, was ich dort mache. Und mein Bruder hat ziemlich schnell erkannt, dass die Leute dort Hoffnung bekommen, einen Weg ins Leben zurückgezeigt bekommen und der ist dann zurück und hat, anstatt mich zu überreden, nach Deutschland zurück oder nach Europa zurückzukommen, hat er dann in Deutschland einen Verein gegründet, um ein Fundament zu geben, damit wir überhaupt nur Spenden empfangen dürfen, Spendenquittungen geben dürfen und, und. Und dieser Verein, dieses Fundament hat sich Gott sei Dank sehr ausgeweitet. Also heute helfen wir 45.000 Menschen, in 2 Ländern, in Indien und in Nepal. Und das alles hat begonnen mit diesem einen Mann, der mich damals angesprochen hat und mir seine Hilfe angeboten hat. Und ja, und in Indien ging die Geschichte natürlich auch noch weiter. Ich möchte nicht so viel aus dem Buch vorwegnehmen, weil sonst nehme ich Ihnen einfach auch ein bisschen die Spannung, das zu lesen. Das Buch stellt Ihnen natürlich meine wichtigsten Lepra-Menschen vor, Frauen wie Männer, was passiert mit ihnen, wenn sie diese Krankheit haben, wie leben sie, wie lieben sie, wie bestreiten sie überhaupt ihr Leben. Aber es handelt auch von den Kindern, die ich dann auf der Straße kennengelernt habe, führt sie aber auch durch die Festivals, die stattfinden in Benares, die Gott sei Dank arm und reich betreffen, also die armen Leute haben wenigstens auch etwas. Wenn der Rest von Indien feiert und alles bunt beleuchtet wird, dann bekommen sie meistens bessere Almosen. Da hatten wir auch wunderschöne Zeiten. Das versuche ich in diesem Buch, habe ich versucht festzuhalten, um eben auch ein rundes Bild zu geben. Es ist nicht nur alles Elend. Wie gesagt, wir haben mehr gelacht, als dass wir getrauert hätten, obwohl sehr viele harte Augenblicke dabei waren, ist klar. Und ja, und so hat sich im Prinzip, das ist mein Lieblings-Lepra-Mann, Singeshwar, der lebt auch heute noch, Gott sei Dank, ist mittlerweile ein sehr alter Mann, aber ich versuche ganz besonders gut auf ihn aufzupassen, denn ja, im Prinzip haben wir so viele Jahre zusammen, er war immer mein Assistent in der Straßenklinik. Die haben wir damals aufgebaut für die Leute auf der Straße, die konnten da zu uns kommen, haben Wundbehandlungen eben angeboten bekommen. Und da sind eben auch sehr viele, auch lustige Geschichten passiert. Vielleicht ende ich jetzt mit einer der eher lustigen Geschichten zu diesem Thema. Wir haben natürlich einerseits Lepra-Medizin ausgeteilt, das habe immer ich morgens gemacht, frühmorgens. Die eine Tablette musste auf nüchternen Magen geschluckt werden, das heißt 4 Uhr morgens dort, weil die Leute wachen auf der Straße natürlich früh auf. Aber wir hatten auch viele andere Krankheiten, Tuberkulose, alle Arten von Infektionskrankheiten, die man sich vorstellen kann. Und eines Tages kam ein Mann, den ich nicht gut kannte, der gehörte nicht zu unserer Bettlergruppe, war aber auch ein Bettler, kam zu uns und hatte eine Kieferinfektion und der Arzt verschrieb ihm Antibiotika. Gut, ich gab ihm dann die nächste Tablette und wusste aber, er muss spät abends nochmal eine nehmen und eben am nächsten Morgen ganz früh. Also versuchte ich ihm das ans Herz zu legen, zu erklären
Und ich wusste nicht, wo er nachts schläft, also konnte ich ihn da nicht aufsuchen und gab ihm die Tablette, erklärte ihm das ganz genau, fragte, ob er mich verstanden hat. Er hat gesagt, ja. Ich sagte, wie wichtig es ist, dass er die lückenlos eben nimmt. Und habe gesagt, wir verabreden uns dann für morgen Vormittag wieder hier an dieser Stelle. Und habe gesagt, ja, hat alles verstanden, er nimmt die Tablette in der Nacht. Gut, am nächsten Morgen war ich wieder bei den Bettlern. Er kam schon von Weitem auf mich zu, winkte und ich freute mich, also dass er so positiv, strahlend auf mich zulief. Und als er mich dann erreicht hatte, fragte ich, und hast du die Tablette genommen? Er so, ja, Didi, habe ich. Ich hatte aber eine bessere Idee. Und da dachte ich schon, oh Gott, was ist passiert? Und dann hat er sich tatsächlich, er rollte dann so seine Bandage vom Knie etwas herunter, zeigte mir dann ganz stolz sein Knie und er hatte sich die Tablette zu Puder zerdrückt und direkt aufs Knie gestreut, weil da tut's ja weh. Und so musste ich eben natürlich auch dann sehr schnell lernen, was bedeutet es, anders logisch zu denken, nämlich indisch logisch. Die haben mich so öfter mal mit solchen Dingen überrascht. Aber genau. Ja, und aus dieser Straßenklinik, die wir jahrelang geführt haben, ist dann im Prinzip auch die Hilfe für unsere Kinder gewachsen. Also es waren viele Straßenkinder darunter und eben direkte Abkömmlinge unserer Leprakranken. Für die habe ich 1998 eine Schule gegründet, um erstmal zu probieren, kann man aus echten Straßenkindern überhaupt Schulkinder machen. Das ist uns sehr gut gelungen. Also im Jahr 2001 haben wir dann das erste Kinderheim bzw. Tagesprogramm eingerichtet, dass das, was dann in ein Kinderheim gemündet ist, von denen haben wir 3 geführt bis jetzt. Die erste Generation Kinder, sprich die, die ich von der Straße geholt habe, die sind alle schon durch, die sind heute schon über 20. Ich bin schon Großmutter sozusagen da unten und es werden immer mehr jedes Jahr. Und neben dem Ganzen haben wir versucht, weil wir diese Kinder in die Kinderheime geholt haben und aufgezogen haben, wir haben jetzt noch ein paar Nachzügler. Das ist allerdings nicht mehr diese echte Generation von der Straße. Das sind die, die schon in Leprakolonien aufgewachsen sind, also schon wesentlich besser als diese allererste Generation. Da haben wir jetzt noch, naja, eine Handvoll, ein Dutzend übrig sozusagen, die irgendwann noch ihr Abitur hoffentlich schaffen sollten oder zu einer Ausbildung kommen sollten. Das liegt aber natürlich auch an ihnen, wie sie da mitziehen. Und gleichzeitig haben wir in Indien noch Slum-Schulen aufgemacht, weil wir das Übel an der Wurzel bekämpfen wollten. Also anstatt Kinder rauszuholen und sie in Kinderheimen zu schützen und wie eine Familie großzuziehen, wollten wir lieber dorthin, wo die Kinder in ihrem Umfeld eben Probleme haben. Und so haben wir in Slums, Müllpicker-Slums, Schulen, nonformale Schulen gegründet. Das bedeutet, diese Kinder bekommen dort Nachmittagsunterricht, Lesen und Schreiben lernen. Denn wer nicht lesen und schreiben lernt, der wird Sklave bleiben, der wird immer nur Hilfsarbeiten tun dürfen und eben kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden können. Und das bieten wir den Kindern dort am Nachmittag an, mit der Zielführung, dass, wenn sie eben ein gewisses Maß der Bildung haben, dass sie in die öffentlichen Schulen nachrutschen können. Indien hat sich sehr verändert, also das Buch handelt vor allem von dem Indien vor 20 Jahren, also das sind die Anfänge. Heute ist es mittlerweile sogar so, dass in Indien die Schulen gratis sind. Also heute kann ein Straßenkind sogar in eine Government-Schule, die kann es selbst besuchen. Das war vor 20 Jahren unmöglich. Das sind eben diese Slums, der Müllpicker. Und so hoffen wir eben, dass wir ihnen zumindest den Schlüssel der Bildung in die Hand geben und sie damit eben ihr Leben besser beschreiten können. Ja. Und da tun wir natürlich auch sehr viel für die Kinderrechte und für die Frauenrechte, denn in Indien gibt es leider auch noch ein Thema, das sehr wehtut. Das sind die Kinder, wenn Kinder verheiratet werden, das passiert vor allem in der ärmeren Gesellschaft, in den Dörfern, aber auch in den Slums. Und da versuchen wir eben nicht nur durch Aufklärung, also indem wir die Kinder und die Eltern aufklären, wir schließen dort die Kinder zusammen, sodass sie lernen,
eine Stimme selbst bringt vielleicht nicht so viel, wenn das Kind erfährt, es wird verheiratet und es geht alleine zu den Eltern und sagt, oh Gott, ich möchte nicht heiraten, dann werden die Eltern sich trotzdem durchsetzen. Wenn aber 100 Kinder vor der Hütte dieser Eltern stehen und demonstrieren, dass nicht geheiratet werden darf, dann lässt sich das viel leichter durchsetzen. Und das sind dann schon einige Eltern eingeknickt und diese Kinderhochzeit wurde erstmal um ein paar Jahre verschoben. Und das sind eben die Dinge, die wir, da komme ich nämlich gleich auf unser nächstes Thema, vor allem auch in Nepal sehr wahrnehmen. Da ist es leider derselbe Konflikt für die Kinder. Ja, wir arbeiten seit einigen Jahren, also mittlerweile sind es auch bald 10 Jahre oder über 10 Jahre schon in Nepal. Ich bin damals von Indien nach Nepal gegangen, weil Nepal das nochmal ärmere Land ist. Also wie gesagt, Indien hat in den letzten 20 Jahren einen großen Schritt zur Modernität getan. Indien ist sogar, also die reichsten Menschen der Welt leben dort. Gut, dass sie nicht teilen wollen, ist was anderes. Aber Nepal ist einfach nochmal ärmer. In den Bergen Nepals herrscht wirklich noch Hunger und Lebensbedingungen wie im Mittelalter. In Indien wird jeder satt, also auch im Slum. Es gibt immer genug zu essen. Ich habe noch nie einen hungrigen Inder getroffen. Während in Nepal muss man gar nicht weit außerhalb der Stadt gehen. Und dort sind die Menschen noch so hungrig, dass es sogar Hungersnöte gibt. Weil einfach nicht genug angebaut werden kann, oben in diesen Höhenlagen. Ja, und deshalb habe ich mich damals entschieden, weitere Projekte dort aufzubauen. Da geht es eben hauptsächlich, die Bilder, die Sie jetzt sehen, die kommen aus einer Region, die heißt Mugu, das ist an der Grenze zu Tibet. Dort ist wirklich die Zeit stehen geblieben, also dort gibt es keinen Strom, keinerlei Infrastruktur. Als wir dort angefangen haben zu arbeiten, gab es noch keine Straße, die in das Gebiet rein oder raus führt. Aber es leben 55.000 Menschen dort. Die Region ist riesig, 3.000 Quadratkilometer groß. Also ich rede nicht von ein paar Dörfern nur. Und diese Menschen bezeichne ich deshalb als vergessene Menschen. Die sind irgendwie von der Landkarte gerutscht. Denn ich bin kein Fan von Autobahnen oder Straßen, aber es braucht zumindest eine Anbindung, um Informationsaustausch zu haben, um Waren, die man herstellt oder die Ernte verkaufen zu können. All das können sie nicht. Und auch das hat sich mittlerweile geändert. Es wird langsam jetzt eine Anbindung geschaffen. Dennoch, als wir dort angefangen haben zu arbeiten, lag die Lebenserwartung, die durchschnittliche in dieser Region, bei 36 Jahren. Also das ist einfach wirklich nur dieser Armut und eben der Abgeschiedenheit geschuldet. Kein einziger Arzt für 55.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Also wer da Zahnschmerzen hat, muss sich selber den Zahn ausschlagen. Wer einen offenen Beinbruch hat, muss sich das Bein selbst amputieren, also sprich absägen und hoffen, dass er das überlebt. Da gibt es keine Hilfe. Und das haben wir uns, das ist mit das schwierigste Gebiet in Nepal, also ich bin nicht für die leichten Projekte, wenn, dann brauche ich eine Herausforderung. Ich habe damals gefragt, wo sind eure ärmsten Leute? Und dann haben sie gesagt, naja, wenn du das jetzt ganz hart haben willst, da oben. Ja, schau erst mal, wie du da hochkommst. Ja. Und das ist nicht so einfach. Also Laufen würde wochenlang dauern. Man kann einfliegen mit so alten, klapprigen Maschinen. Das ist äußerst lebensgefährlich. Also die Chance ist so, würde ich mal sagen, liegt bei 50-50. Ob die Maschine überhaupt landen kann, da gibt es keine Betonpiste oder sowas. Das ist dann so ein Schotterplatz in den Berg reingehauen, eine Plastiktüte im Wind. Und da fliegen ausgediente alte Maschinen der Fluggesellschaft, weil ihre echten Maschinen sind natürlich im Linienflug eingesetzt. Und es ist schon sehr schwierig, da überhaupt nur durchzukommen. Ja, und dort versuchen wir den Menschen durch viele Programme zu helfen. Unser Hauptanliegen oder sagen wir es mal so, mein Lieblingsprojekt, wenn ich das so sagen darf, sind die Geburtshäuser, die wir dort errichten. Denn es gibt in diesem Gebiet außerhalb der Abgeschiedenheit und der mittelalterlichen Umstände noch ein ganz großes Problem für Frauen. Es herrscht eine Geisterfurcht, also die Menschen glauben, wenn sie eine Statue von Gott, und das sind dort Flussgötter, Berggötter, jedes Dorf hat einen anderen Gott, in ihrem Haus haben, und jedes Haus hat so eine Statue aus Holz geschnitzt,
dann darf die Frau in dem Haus nicht bluten, dann muss sie das Haus verlassen, einmal im Monat, aber auch zur Kindsgeburt. Ja, wo können diese Frauen hingehen? Das sind ja alles Bergdörfer, 4.500 Meter hoch. Das heißt, die Frauen gehen in den Wald. Ich dachte, dort gibt es einen Unterschlupf. Ich habe gesagt, zeigt mir mal, wo ihr dann immer hingeht, einmal im Monat. Und ich habe gedacht, da hätten sie irgendein Hütchen gebaut oder so, nichts. Da ist einfach, die setzen sich dann im Wald, mit Glück vielleicht in ein Erdloch oder so, und harren dort der kalten Nacht aus. Und wenn sie ein Kind auf die Welt bringen, dann müssen sie 20 Tage lang fernbleiben, entweder im Kuhstall oder eben im Wald. Und im Wald ist es so, das Kind erfriert meistens, die Mutter auch. Schakale kommen und holen das Neugeborene weg. Also da passieren eben diese Art von Unfällen. Und im Kuhstall, die Kuhställe sind mini klein. Das sind, die Leute dort leben in Steinhäusern. Oben gibt es einen Raum, da schläft dann auch die ganze Familie. Wenn die Familie 2, 3 Hühner noch hat, sind die auch noch mit in dem Raum. In der Mitte ist offenes Feuer. Und unten drunter ist der Kuhstall. Und der Kuhstall hat ungefähr einen Eingang, der ist nur so hoch, die Kühe da oben sind sehr klein in den Bergen. Und da gibt es kein Fenster und kein gar nichts. Da ist alles rabenschwarz, Schmeißfliegen und natürlich Kot von den Kühen. Und dort muss die Frau 20 Tage erstmal ihr Kind selbst zur Welt bringen, ohne Hilfe. Dann dort 20 Tage bleiben, auch wieder am offenen Feuer, ihr Baby am offenen Feuer versorgen. Und deshalb ist die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate eine der höchsten weltweit, aufgrund dieses Aberglaubens und dieser Geisterfurcht, die sie haben. Denn sie glauben, der Gott würde sich rächen für jeden Tropfen Blut, der im Haus fließt. Ja, und da dachte ich am Anfang auch, was können wir da machen? Ich kann ja schlecht als Ausländerin dahin gehen und sagen, euer Glaube ist falsch, eure Traditionen sind nicht richtig. Also sowas wird eh nicht gerne angenommen und so klappt das auch nicht. Also hatten wir am Anfang auch nicht wirklich eine Idee. Wir hatten schon andere Programme, die dort liefen, da komme ich gleich drauf. Mein Sohn war damals mit dabei, der ist heute 18 oder bald 19 und damals war er halt noch ungefähr so groß. Und er meinte, Mama, bau denen doch die Kuhstelle aus. Da haben wir noch gedacht, gute Idee, aber die Kuh muss ja wieder rein, das wird ja wieder dreckig. Das bringt nichts, also zumindest nicht für lange. Und irgendwann kam mir dann auf die Idee, ich habe dann natürlich mich mit der Dorfgemeinschaft sehr auseinandergesetzt, mit den Frauen und vor allem den Männern und dem Schamanen. Der Schamane ist dort sozusagen der geistige Bürgermeister, also der Pfarrer. Und mit dem Schamanen auseinandergesetzt, ob ich denn eine Tradition vielleicht damit brechen würde, wenn ich den Frauen ein Geburtshaus anbieten würde. Also wenn das Dorf selber ein Geburtshaus unter unserer Anleitung bauen könnte. Und der Schamane hat, nachdem er darüber nachgedacht hat, hat gesagt, solange du da keine Götterstatue reinstellst, ist eigentlich alles okay. Und er wurde dann auch gleich zum Bauleiter, weil ich dachte, mit dem Mann muss ich an Bord haben, nicht, dass er seine Meinung wechselt und danach sagt, nee, jetzt dürfen wir nur noch Karten spielen in dem Haus oder irgend sowas. Ich habe mich in Asien schon öfter überraschen lassen, wie gesagt, die andere Logik. Aber Gott sei Dank war der an Bord und so hat dann unser erstes Geburtshaus, haben wir 2011 gebaut. Das war ungefähr ein Jahr Bauzeit, denn wie gesagt, da oben gibt es keinen Strom. Alles musste mit den Händen gemacht werden, jeder Stein mit der Hand in Position geklopft, groß genug, klein genug und da hat dann das ganze Dorf dran teilgenommen. Deshalb hat es auch ein Jahr lang gedauert, war ja alles Handarbeit. Und als wir das dann eingeweiht haben, also wir haben mittlerweile sogar noch mehr Geburtshäuser, aber wir stellen die auch so, dass immer 4, 5 Dörfer davon profitieren können. Und als wir das erste eingeweiht haben, da war ich natürlich selbst mit dabei, das war sehr, sehr aufregend, weil wir da auch schon eine Hochschwangere hatten, die eben in Kürze eben ihr Kind bekommen sollte. Und das war natürlich, diese erste Geburt war die wichtigste, denn wenn da etwas schiefgegangen wäre, die Leute sind dort nun mal sehr abergläubisch, die hätten gleich gesagt, oh Gott, es liegt das böse Auge da drauf oder irgendetwas, war doch nicht richtig mit dieser Idee. Und so haben wir großes Glück gehabt, das erste Kind war ein Junge, was für diese Kultur eben sehr wichtig ist, da werden Jungen ja doch willkommener geheißen als Mädchen. Mir persönlich wäre Mädchen genauso recht gewesen. Es war ein Junge, der auch noch wohl genährt war und gesund und die Mutter war auch gesund.
Und so wurde dieses Geburtshaus mit dieser ersten Geburt völlig adoptiert von den Leuten. Seitdem gab es in diesen Dörfern keine einzige Geburt mehr im Kuhstall natürlich. Für die Frauen ist es das erste Mal, dass sie in der Wärme, in einer sauberen Atmosphäre von einer echten Hebamme begleitet, die auch ein paar Instrumente hat und wenigstens eingreifen kann, wenn das Baby schief liegen sollte oder eben irgendwelche Komplikationen auftreten sollten, begleitet zu werden. Das war für diese Frauen wie eine Revolution. Also vorher war die Geburt für sie das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Die größte Angst 9 Monate lang. Und jetzt ist es eben ein natürlicher, normaler Vorgang, auf den sie sich sogar freuen können, weil ihnen eben nichts mehr passieren muss. Und wir haben mittlerweile 7 solcher Geburtshäuser, 7. ist gerade im Bau, 2 weitere sind geplant und für den 10. haben wir vielleicht schon jemanden, der das dann auf den Weg bringt. Denn ich denke, bei dieser, es ist eine große Region, aber wir haben jetzt schon über 22.000 Menschen in dieser Region erreicht von den 55. Und wenn es uns gelingt, Geburtshäuser strategisch über diese Region zu verteilen, dann wird es uns auch gelingen, diese Mütter- und Kindersterblichkeitsrate zu senken, deutlich und auch beweisbar und eben natürlich auch diese, wie nennt man das nochmal, ich komme gerade aus Nepal, deshalb denke ich noch sehr viel in Englisch, es passiert mir sonst nicht, die Lebenserwartung, dass wir die eben auch erhöhen können. Genau. Und mittlerweile sind in diesen verschiedenen Geburtshäusern, die immer von den Dörfern selbst gebaut werden müssen, damit sie eben Anteil haben und das auch zu schätzen wissen, über 500 Kinder geboren worden. Und das ist wirklich großartig. Also das sind die Lichtblicke für die Zukunft und ich denke, dass man damit dieser Region wirklich sehr auf die Beine helfen kann. Ja, die Geburtshäuser sind gleichzeitig auch Punkt für weitere Programme, die wir tätigen. Also die Hebammen, die sind ausgebildet. Wir bilden aber auch junge Mädchen zu Hebammen aus. Die schicken wir dann runter ins Tiefland. Die machen dann eine staatliche Ausbildung, die wir fördern, sprich eben ihre Unterbringung und alles. Und die müssen uns dafür dann garantieren, dass sie nach den 2 Jahren Ausbildung wieder hoch auf den Berg gehen, um dann eben in unseren Projekten zu arbeiten, sodass wir eben es schaffen, einen Nachwuchs dort zu erzeugen, damit die nicht von uns abhängig bleiben, sondern diese Geburtshäuser weiterführen können. Ganz kurz Stopp, weil ich möchte noch was dazu sagen, und zwar das Gesundheitsministerium beobachtet natürlich unsere Arbeit. Wir brauchen für alles Genehmigungen. Also ich kann ja nicht einfach nach Nepal gehen und sagen, ab, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Das ist auch dort eine mit ganz schön viel Bürokratie verbunden. Und das Gesundheitsamt hat natürlich sofort Mitarbeiter hochgeschickt in die Berge, um sich die Geburtshäuser anzugucken. Und die waren so begeistert davon, dass sie sie zu offiziellen Health Posts ernannt haben. Und jede Frau, die dort ein Kind gebiert, bekommt eine Prämie vom Staat. Und das ist natürlich hervorragend, weil so können sich diese Häuser in Zukunft, wenn sie diese Prämie abgeben an die Gemeinschaft, dann können sich eben diese Geburtshäuser auch in Zukunft tragen und damit die Hebamme bezahlt werden oder wenn neue Gerätschaften nötig sind. Klar werden wir das weiterhin unterstützen, aber das Wichtigste unserer Arbeit ist immer, die Leute nicht abhängig zu machen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Es muss für sie weitergehen. Also ich arbeite da unten auch nur mit Nepalis zusammen, nicht mit Ausländern. Ich bin die einzigste Deutsche, die in den Projekten dort mit rummacht. Und der Rest sind Nepalis, weil ich möchte, dass sie ihr Land verändern. Also dass eben keine Schreibtischidee von außen ist, sondern jedes Projekt ist wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen dort zugeschneidert, auf das Dorf selbst. Also wir haben auch kein Modell. Geburtshaus sieht überall immer ein bisschen anders aus. Je nachdem, ob das Dorf im Schatten liegt, auf dem Berg, unter dem Berg oder ja. Genau. Dann gibt es eben noch viele weitere wichtige Programme, die gleichzeitig stattfinden. Einmal Hygiene wurde vorher kurz gezeigt, das heißt, wir bauen Toiletten für die Leute, mit den Leuten. Wie immer müssen sie die selber bauen. Wir geben ihnen das Knowledge und die Schüssel, aber den Rest müssen sie selber tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hört sich hier an wie, das ist aber sehr wichtig, da sie vorher keine Toiletten kannten. Für Frauen bedeutet das, dass sie tagsüber sich nicht erleichtern können, denn in diesen Kulturen herrscht eine ganz andere Scham. Oder man, also die Frauen dürfen sich auch nicht so freizügig zeigen, wie man das hier darf.
Das bedeutet, die müssen warten. Wenn da noch jemand auf dem Feld ist, können die sich nicht einfach hinsetzen und sich erleichtern. Das heißt, für die Frauen ist sogar ein großer gesundheitlicher Schaden, immer zu warten, bis es dunkel wird, damit man sie nicht sehen kann. Und in Muru gab es noch eine zweite, auch eine Anekdote, die sie vielleicht sogar schmunzeln macht. Die Notdurft wurde früher immer direkt vor der Hütte erledigt. Das heißt, in Muru ist das ein, also jedes Häufchen war ein Statussymbol. Das ist so, wie jemand hier seinen Mercedes vor der Hütte parkt, um den Nachbarn zu zeigen, ich habe das größere Auto. So hat man dort halt viele Häufchen vor die Tür gesetzt, um zu zeigen, wir haben mehr gegessen als ihr. Unsere Häufchen sind größer. Nur, das Schlimme ist halt, die Frauen haben natürlich auch daneben ihre Teller gewaschen. Die kleinen Kinder spielen dort und ihnen war, die Leute sind nicht dumm dort oben, sie haben nur keine Informationen. Ihnen war einfach nicht bewusst, dass von dem Dreck ihre Durchfallserkrankungen kommen und noch viele andere Hautgeschichten und. Und als man ihnen das erstmal erklärt hat, dann wollten sie auch alle eine Toilette und so. Haben wir es geschafft, eben dort Tausende von Toiletten zu bauen. Das ist auch wirklich wichtig. Wasserstellen, damit die Leute sich waschen können und eben auch hygienischer leben und damit eben auch Krankheiten verhindert werden. Dann helfen wir ihnen durch Mikrokredite und Landwirtschaftstraining. Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, denn die leben von der Landwirtschaft da oben, nur das Klima und die Berglage wirft nicht genug ab. Also die Leute arbeiten mit bloßen Händen zum Teil auf diesen Äckern. Die haben Werkzeuge, da würde meine Omi wurde fast 100 Jahre alt. Ich bin mir sicher, sie hat einen besseren Flug gehabt früher, als sie jung war, als die Leute dort oben. Und das wirft halt alles nicht sehr viel ab. Es gibt aber viele Möglichkeiten, die stellen wir dort vor. Also das heißt, hier sieht man einmal die Mikrokredite. Da helfen wir ihnen eben zu Kleinstbetrieben zu kommen, Hühner züchten, Hasen züchten und. Hier sieht man jetzt nochmal die landwirtschaftlichen Gerätschaften, mit denen sie arbeiten müssen. Da versuchen wir immer in jedem Dorf 5 oder 6 sehr motivierte Farmer zu finden. Mit denen erarbeiten wir dann ein Programm, also sprich den Acker. Und stellen auch neue Pflanzen vor, Gemüse oder zum Beispiel Grünhäuser, also Gewächshäuser. Dort kann nämlich dann auch noch Gemüse wachsen, selbst in diesen hohen Berglagen. Und wenn der Rest des Dorfes sieht, wie neue Sachen ganz wunderbar wachsen durch besseres Irrigationssystem oder eben indem man sie dann doch, ich bin kein Fan von Plastik, aber ab und zu macht es dann doch mal Sinn, unter Plastik wachsen lässt, dann wollen die anderen Farmer natürlich auch sofort mitmachen und schon haben wir ein Programm auf das ganze Dorf ausgeweitet. Hier sehen Sie, wie Ihnen beigebracht wird, zumindest die Grundzüge von Rechnen, denn bei den Mikrokrediten, die beziehen sich immer auf die ganze Gemeinschaft, da müssen ja auch geringe Zinsen gezahlt werden in die Gemeinschaftskasse. Das müssen Sie natürlich selber errechnen können. Das heißt, all diese Programme, die sind nicht schnell zu stemmen, also das dauert dann immer 1 Jahr oder 2 Jahre, bis die Leute so trainiert sind, dass sie das dann auch selber weiterführen können. Und gerade die Mikrokredite sind so ausgelegt, dass das Geld immer in einen Topf fließt des Dorfes. Das ist das erste Mal für diese Leute, dass sie überhaupt eine Ersparnis von Geld haben für das Dorf. Also und das ist ganz wichtig, dass sie sich eben später auch selber weiterhelfen können. Hier sehen Sie nochmal die Äcker, wie die dann angelegt werden und das sind unsere Jungen in Ausbildung. Also wir bieten auch Landwirtschaftsexperte als Job an, also die können dann eben ins Tiefland gehen, dort staatliche Ausbildung machen und dann gehen sie eben wirklich und helfen mit den restlichen Dörfern, was angepflanzt werden kann, wie und warum und wie die Ernte eingeholt wird, wie man den Samen zurückbehält, um im nächsten Jahr eine neue Ernte zu starten und eben diesen ganzen Kreislauf, dass der dann verinnerlicht wird. Und das bleibt hervorragend. Also die Leute dort sind sehr tatkräftig und zupackend und jeder möchte sein Schicksal dort verändern. Also ich muss sagen, auf die Hilfe zur Selbsthilfe zu bauen, ist das Beste, was man machen kann, weil dann man damit die ganze Motivation dieser Menschen auch herausholen kann, weil sie dann auch stolz sind auf das, was sie geschafft haben, natürlich. Ja, Holz ist ein Riesenproblem und die Abholzung eben in diesen Dörfern,
sehr, sehr traurig, denn Holz wird gebraucht als Lichtquelle, als Wärmequelle und als Kochquelle. Und die Leute leben an einem offenen Feuer, das wirft eh nicht viel Licht ab. Es ist Frauenarbeit, das Holz zu schlagen und nach Hause zu tragen. Also eine Frau läuft mehrfach am Tag 40 Kilo Holz oder 40 Liter Wasser, um überhaupt den Haushalt stemmen zu können. Da haben wir versucht, mit rauchfreien Öfen entgegenzuwirken. Also sprich, wir haben ein Modell entwickelt und auch dort herstellen lassen. Das muss dann eingeflogen werden. Ein Ofen ist um die 30 Kilo schwer. Die Leute kommen dann an die Flugpiste. Manche Dörfer sind sehr weit entfernt, 2-3 Tagesmärsche oder 4 oder 5 sogar über Pässe und so weiter. Das wird dann dorthin zurückgetragen. Und dann kommt eben unser Team und zeigt ihnen ganz einfache Lösungen. Da wird zum Beispiel Lehm mit eingefügt, das hält länger warm, das wirkt dann wie eine Heizung. Dann gibt es einen Heißwasserbehälter, sodass auch immer sauberes, heißes Wasser da ist. Dieses Modell verbraucht 60% weniger Holz, als wenn man mit offenem Feuer sich seine Nahrung kochen würde. Und so versuchen wir einerseits die Ressourcen zu schützen, aber eben auch den Frauen ihr Leben zu erleichtern, dass sie das Holz nicht mehr tragen, nicht mehr so viel Holz tragen und schlagen müssen. Klar, sie brauchen immer noch Holz, aber deutlich weniger. Die Solarlichter sind genau dieselbe, aus derselben Funktion heraus, weil das Licht, das sie eben durch das offene Feuer hatten, sowieso nicht genug war. Und es gibt natürlich, das sind 3 kleine Dimmlichter, die man mit einem solchen Panel betreiben kann. Da würden wir vielleicht schmunzeln, sagen, das ist uns noch nicht mal in der Garage hell genug für die Leute dort. Es ist aber das erste Mal, dass sie Licht haben und das unabhängig an- und ausstellen können. Und ein Riesenschritt in die moderne Welt für sie. Also das erste Mal sehen sie ihren Raum erleuchtet. Und früher war dort der Tag zu Ende. Wenn die Sonne unterging, konnte man kaum noch was machen. Jetzt kann die Familie zusammensitzen, Näharbeiten machen, die Kinder können Hausaufgaben machen. Es findet dann, schauen Sie mal, wie schauen ist das, als das erste Mal das Licht angeht, das ist eines meiner Lieblingsbilder, weil es sieht ja wirklich aus, als würden Sie gerade den Heiligen Geist von oben irgendwie sehen oder Jesus, der aus den Wolken guckt. Da sieht man eben nicht nur die Freude, aber auch die große Überraschung. Und das wissen Sie auch schwer zu schätzen. Also diese Anlagen müssen Sie natürlich selber sauber halten. Die sind extra sehr wartungsfrei hergestellt. Wir reden ja hier von x-Tausenden. Die müssen dafür einen kleinen Obolus bezahlen, natürlich nicht an uns. Das Geld, was jeder für seine Solaranlage zahlt, geht in die Gemeinschaftskasse des Dorfes. Also kommt dann der Gemeinschaft wieder zugute. Würde man es verschenken, würde es vielleicht nicht ganz so gut gewertschätzt werden. Es ist immer besser, solche Dinge zu koppeln mit einem Programm für alle. Ich bin sehr schnell heute, glaube ich. Weil ich dachte, dass ich durch die Lesung schon... Genau, jetzt die Kinder-Mugus. Ja, die Kinder-Mugus... Was noch mal trauriger als in Indien, also als wir dort anfingen zu arbeiten, haben wir gehört, nur 4% der Kinder gingen überhaupt zur Schule. Ja, damit kann die ganze Region natürlich keine Zukunft bestreiten. Also damit sind sie perspektivenlos. Ja. Und deshalb haben wir eben versucht, gegen diese Kinderarbeit zu kämpfen, indem wir Schulen ausgestattet haben. Das sind schon bestehende Schulen, die aber komplett baufällig waren. Die Kinder hatten dort keine Tische und Bänke, kein gar nichts, noch nicht mal Stifte, um zu schreiben, nichts. Saßen eigentlich bei Wind und Wetter draußen und haben versucht, dort unter einem Baum zu lernen. Und so haben wir eben diese Schulen errichtet. Mittlerweile insgesamt in Nepal haben wir schon 19 Schulgebäude gebaut, sogar noch mehr. Jede Schule hat 2 Gebäude, also 19 mal 2. Darüber sind wir sehr glücklich. Und besonders eben hier oben in Bergen, weil erstens ist es nicht leicht, dort zu bauen und zweitens gibt es eben dort ganz, ganz hohen Bedarf. Also die Kinder müssen zur Schule gehen, sonst haben sie gar keine Zukunft, diese ganze Region nicht. Und wir haben dort auch ein Abkommen mit der Regierung, wenn wir die Schulgebäude bauen, garantiert die Regierung, die Lehrer dort einzustellen und zu bezahlen. Das ist ja wirklich nicht unsere Aufgabe. Und so, wir unterstützen sie allerdings durch Lernmaterialien und Schuluniformen und sämtliche Programme drumherum.
Ja, und das ist für die Kinder unheimlich wichtig. Hier sieht man auch mal wieder, da verteilen wir eben die Schulkleidung. Die gibt es zweimal im Jahr, einmal für den Sommer und einmal für den Winter. Denn ohne passende Schulkleidung dürfen sie gar nicht in die Schule. Und außerdem ist es oft ihr einziges Set wirklich warme Kleidung, das sie besitzen. Und deshalb auch schon überlebenswichtig für sie. Ja, und da ist die Freude natürlich riesig und da ist man vielleicht noch mal motivierter zu lernen. Und für die Eltern machen wir natürlich auch Programme, wie wichtig es ist, ihre Kinder zur Schule zu schicken, denn gerade dort oben ist die Analphabetenrate riesig, auch noch unter den Eltern. Und Gott sei Dank finden wir dort offene Ohren. Also die meisten Eltern möchten, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Nur vorher gab es halt eben nicht genug Möglichkeiten. Ja, um die medizinische, den Notstand zu bekämpfen, schicken wir immer wieder Ärzte hoch in dieses Gebiet. Das ist sehr, sehr abenteuerlich, denn auch da arbeite ich nur mit Nepalis zusammen. Es ist sehr schwierig. Wir bekommen oft Angebote von deutschen Ärzten, aber die Akkreditierung ist nahezu unmöglich. Also der deutsche Arzt müsste wirklich vom Sandkasten beweisen, bis heute, was er gemacht hat. Und bis ich das da durch hätte, geht es dann doch schneller mit Nepali-Ärzten. Außerdem kennen die auch die Krankheiten da oben und können sich in der Landessprache unterhalten. Deshalb haben wir so einen Pool von Ärzten, die normalerweise in den Krankenhäusern Kathmandus arbeiten und die wir dann nach Bedarf eben zusammenstellen. Meistens gehen wir mit 7 bis 10 Ärzten auf den Berg. Das ist jetzt, ich habe ja vorhin erwähnt, die erste Straße erstreckt sich langsam in das Gebiet. Aber was heißt Straße? Wir würden das nicht als Straße bezeichnen. Das ist die Straße. Da ist schon mal jeder glücklich, dass es überhaupt mit einem Auto weitergeht. Aber das war eine sehr beschwerliche Reise mit mehreren Zusammenbrüchen des Autos. Der Rest muss gelaufen werden, dass die Gynäkologin, die jetzt da versucht, nicht vom Berg zu fallen. Also es ist auch für die Ärzte ein Wahnsinnsabenteuer, dort dann eben für 10 Tage oder 2 Wochen hochzugehen, höchst gefährlich. Es wird tagelang gelaufen, um überhaupt dann in diese Dörfer zu kommen, wo dann die Health Camps stattfinden. Gerne auch in unseren Geburtshäusern, weil da haben wir dann wenigstens schon ein bisschen Logistik vor Ort. Und normalerweise geht unser Team rum, dass wir haben 30, wir nennen die Social Mobilizers oben auf dem Berg. Und die gehen dann eben rum und sagen, vor dem nächsten Vollmond gibt es ein Healthcamp, wer ist krank, dann werden Zettelchen verteilt. Das verdoppeln wir dann nochmal locker, weil es kommen eh immer mehr Leute, als sich anmelden. Und das Team bereitet das vorher natürlich schon so vor, dass alle in der richtigen Schlange stehen, dass schon mal das Gewicht genommen wurde, der Blutdruck genommen wurde, also die ganzen Zettel vorher ausgefüllt werden und dann geht es für die Ärzte im Akkord. Also vom Morgengrauen bis zum letzten Licht sehen die einen Patienten nach dem anderen. Und natürlich haben wir auch Medikamente dabei. Aber es gibt auch oft die Härtefälle, die dann ausgeflogen werden müssen. Da müssen wir, das hört sich sehr traurig an, aber natürlich sehr viel abwägen, weil die Not ist riesig. Und einmal ausfliegen kostet auch sehr viel Geld. Also meistens habe ich ein Budget und dann gucken wir, wie viele Leute wir überhaupt ausfliegen können. Und diese Härtefälle, die bringen wir dann eben ins Tiefland für Operationen oder eben um ihr Leben zu retten. Und da ist zum Beispiel Kushi eine davon, die ganz am Anfang schon bei meiner ersten Projektreise ein junges Mädchen eben aus den Bergen Nubus, damals war sie so 5 oder 6 Jahre alt, als ich sie kennenlernte, furchtbar schüchtern, weil sie eben diese Verbrennungen hatte, die gehen auch hier noch alle weiter. Sie konnte kaum den Arm heben, die Lippe ging nicht mehr richtig zu und den Kopf auch nicht. Und ihre Mutter sagte mir, sie wurde verbrannt, da war sie 1,5 Jahre alt. Da ist eben die haben so halbrunde Töpfe, ein ganzer Topf mit heißem Öl über sie geschüttet. Das war keine absichtliche Verbrennung, gibt es ja auch oft genug. Aber das war es wohl nicht, aber da oben gab es keinen Arzt, also konnte ihr niemand helfen. Das ist alles nicht gut wieder zusammengewachsen. Und deshalb haben wir uns damals entschlossen, die Kleine mitzunehmen nach Kathmandu. Da gibt es ein Krankenhaus eben für Verbrennungsopfer und für Wiederherstellungschirurgie. Nicht wie hier in Europa, also für die Notfälle, nicht für die irgendwie hübscher sein wollen. Und dann haben wir sie mitgenommen und ihre Mutter.
Und da sieht man ja noch, da war sie ja wirklich noch ganz, ganz ängstlich. War auch sehr mutig von ihr überhaupt, mit mir so weit zu reisen. Sie kannte mich ja gar nicht wirklich. Naja, und dieses kleine Mädchen ist mittlerweile komplett fast schon in meine Familie mit hineingewachsen. Die hat sehr oft bei mir in Kathmandu mitgewohnt. Da sieht man jetzt ihre erste Operation, die sie damals hatte und ganz tapfer überstanden hat. Das liegt jetzt auch bestimmt 5-6 Jahre her. Sie ist damals in Kathmandu geblieben, weil noch viele weitere Operationen bevorstanden. Sie und ihre Mutter haben mich gebeten, ein Kinderheim für sie zu finden. Das wollte ich zuerst gar nicht, weil ich dachte, sie soll unbedingt weiter in den Bergen leben, aber dies hin und her hätte gar nicht funktioniert. Jetzt lebt sie in diesem Kinderheim, man sieht ja jetzt schon, sie ist viel, also aus diesem hässlichen Entlein ist wirklich ein hübscher Schwan geworden. Und sie ist sehr selbstbewusst, also vor Jahren noch habe ich sie gefragt, was willst du werden, Kushi? Damals wollte sie natürlich Ärztin werden, weil Ärzte haben ihr geholfen. Dann wollte sie Lehrerin werden, weil sie super gut in der Schule ist, sie ist so eine richtige Streberin, also überall nur 1-1-1, also immer die beste Punktzahl, weil sie sich natürlich auch richtig anstrengt, gerade weil sie von Bergen kommt, also denkt sie, sie muss es den anderen zeigen, dass sie da mithalten kann. Und wenn ich sie jetzt heute frage, was sie werden will, jetzt möchte sie schon Fashion-Designerin werden. Dann muss ich sagen, das ist ganz toll, weil es zeigt ja, dass sie wirklich Selbstbewusstsein hat und ja, die Not hinter sich gelassen hat. Wer weiß, was sie dann wirklich werden möchte. Aber genau, das mit meinem Sohn, das war jetzt vor gar nicht lange her. Den liebt sie ohne Ende natürlich. Mit dem ist sie ja mehr oder weniger aufgewachsen. Ja, und dieses Mädchen, ich sag mal aus Spaß, vielleicht wird sie ja mal die nächste Präsidentin von Nepal. Also, die wird ihren Weg gehen. Und diese Hilfe auch sehr, sehr, also mit glühendem Herzen haben. Ja, dann kam das Erdbeben mitten in unsere Projekte hinein. Und wir wussten ja alle, dass Erdbeben wird kommen. Also ich habe schon immer damit in dem Bewusstsein gelebt. Mein Sohn ist ja in Kathmandu jahrelang zur Schule gegangen. Dem habe ich immer eine Trillerpfeife um den Hals gehängt und habe gesagt, und er hat immer gesagt, Mutter, ich bin der Einzige mit Trillerpfeife in meiner ganzen Schule. Ich schäme mich, ich will nicht. Und ich sage, du behältst die, weil du kannst dann wenigstens trillern, wenn du verschüttet wirst. Ja. Weil die Angst war immer da. Also ich habe jede Nacht mit Motorradhelm neben dem Bett geschlafen, jahrelang. Jahrelang haben mich Freunde ausgelacht, haben gesagt, wie bist du denn drauf? Warum hast du Motorradhelm neben dem Bett? Und ich habe gesagt, du, einfach, dass ich mir den aufziehen kann, wenn es rappelt. Also dann ist ja wenigstens schon mal ein Schutz mehr. Und deshalb war es keine Überraschung, dass das Erdbeben passiert ist, wussten wir alle. Nur halt nicht wann und wie. Es war noch eine Gnade Gottes, dass dieses Erdbeben an einem Samstag stattgefunden hat. Denn Samstag ist der einzige freie Wochentag in Nepal. Nur da sind die Schulen geschlossen und die Banken und eben alle Behörden. Das heißt, die Väter waren bei ihren Familien und die Schulkinder waren zu Hause. Es sind beim Erdbeben 30.000 Klassenräume zusammengebrochen. Wenn dort die Kinder gesessen hätten, 30.000 mal 30 Kinder ist fast 1 Million. Es wären 1 Million Kinder tot gewesen. Also ein Riesenglück, dass es ein Samstag war. Trotzdem gab es über 9.000 Tote, 10.000 in Nepal durch das Erdbeben, ist aber dennoch von der Anzahl her, es hätte schlimmer kommen können. In Kathmandu wurde schnell geholfen, logisch, da lag ja auch ein Fokus drauf und da waren ja auch die vielen Ausländer. In den Dörfern sah es dann schon wieder ganz anders aus, also bis heute gibt es Dörfer, da war noch niemand und da gab es noch keine Funkenhilfe. Und als wir damals, ich habe mein Team, Nuvakot ist unser neues Gebiet geworden, das haben wir dann noch mit dazu aufgenommen. Das war direkt neben dem Epizentrum und das ist auch eins unserer Dörfer, in dem wir jetzt tätig sind. Denn ich bin damals natürlich durch Deutschland und habe überall versucht, um Hilfe zu werben. Und als wir dann ein gewisses Budget zusammen hatten, haben wir uns überlegt, wir versuchen das in den Wiederaufbau der Schulen zu stecken, das Geld. Denn 1 Million Kinder ist ohne Zugang zur Schule nur durch das Erdbeben. Das bedeutet, wenn diese Generation nicht ausgebildet wird, dann fällt Nepal um 20 Jahre zurück. Und deshalb haben wir gesagt, neben der Ersthilfe, sprich natürlich Zelte, Decken, Wasser, Medikamente, wir haben Healthcamps gemacht, wir waren mit die erste Organisation, die mit Hubschrauber, wir wurden mitgenommen vom Militär,
in das Epizentrum fliegen durften. Und wir haben es dann sehr schnell bemüht, nach der medizinischen Nothilfe, die wir gegeben haben, eben erstmal für die Schulen Zeltschulen aufzubauen, für die ersten paar Monate Traumatrainings zu machen für die Lehrer und die Kinder. Erst hat man es nur auf die Kinder angesetzt, dann haben wir gemerkt, die Lehrer sind ja genauso traumatisiert, die können sich das genauso wenig erklären, was alles passiert ist. Also haben wir für die dann auch noch ein Programm gemacht, wurden dort auch wieder von der Regierung gebeten, das Programm bitte auszuweiten, weil das doch sehr viel Sinn gemacht hat, weil manche wussten nicht, können sie überhaupt noch in die Schule gehen, passiert das wieder. Also es fehlte mal wieder überall an Informationen. Und auch wie man ein Erdbeben, ich meine, das Einfachste ist natürlich mit einer Flasche Wasser, da sieht man halt, wenn es länger wackelt, dann muss man wirklich rennen. Und dass man eben solche kleinen Hilfsmittel weitergibt und eben das auch trainiert. Also heute ist es fester Bestandteil in all unseren Schulen, in allen Geburtshäusern und, dass das immer wieder trainiert wird. Da war das aber natürlich noch ganz neu und vor allem das Trauma aufzuarbeiten. Ja, und so ist es uns jetzt gelungen, im letzten Jahr oder seit dem Erdbeben haben wir insgesamt 8 Schulen wieder aufgebaut und hatten halt ein riesengroßes Projekt, 6 Schulen zur selben Zeit in diesem völlig zerstörten Gebiet. Und ich komme gerade aus Nepal zurück und habe diese 9 Schulen gerade alle eingeweiht. Das war ganz, ganz toll. Und ja, da hoffe ich sehr, dass das jetzt so weitergeht, denn das wird noch ein paar Jahre dauern, bis diese, also 40% des Landes sind kaputt und ich vergleiche das immer mit einem Intensivpatienten. Also wenn man sich vorstellt, 40% des Körpers und aus dem Rest wurde dann alles rausgezogen, um diese 40% irgendwie abzupflastern. Das heißt, ganz Nepal hat natürlich einen Riesenschritt nach unten getan, als das Erdbeben kam. Auch die, die nicht davon unmittelbar betroffen wurden, die merken es aber auch, weil für sie natürlich dann in der Infrastruktur es auch nicht weiterging. Und ja, und deshalb kann ich natürlich nur immer hoffen, dass wir weiter Unterstützung bekommen für diese Projekte. Ich bitte immer die Leute, hauptsächlich Nepal zu unterstützen, denn das ist, wie gesagt, das ärmere Land, das dringend aufgebaut werden muss. Und wir haben eine schöne Website, die sehr ausführlich informiert. Facebook, wir lieben Likes, ist ja klar, jeder, der es weitergibt, kann dort helfen. Wir haben auch viele Flyer hier für Sie, die Sie gerne mitnehmen können. Wenn Sie eine Idee haben, wo man das Projekt vorstellen könnte oder wenn man nur in Arztpraxis oder Geschäfte Flyer hinlegen würde, wo es Sinn macht, sind wir sehr dankbar und schicken die Ihnen gerne zu. Und ich denke, bevor ich Ihnen jetzt weiter Monologe halte, würde ich Ihnen wahnsinnig gerne die Chance geben, Fragen zu stellen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Sodass eben und wir haben sowieso, ich glaube, wir wurden alle eingeladen. Daneben an gibt es einen wunderschönen Raum. Da könnten Sie sich auch Getränke kaufen. Und da stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung, einerseits um die Bücher zu signieren, aber auch gerne, um alle Fragen zu beantworten, die Sie haben. Hier. Wenn wir jetzt vielleicht noch 5, 6 stellen würden. Liebe Stella Dietjen, mir ging es jetzt so, ich denke den anderen auch, ich habe bei einigen Stellen, und das waren gar nicht wenige, tief durchatmen müssen. Bei den Schilderungen, bei dem Elend, bei dem Leid, was Sie beschrieben haben, Sie haben es sehr authentisch rübergebracht. Es war sehr eindrucksvoll, ich denke für alle, und es war vor allen Dingen auch sehr bewegend. Ich denke, jeglicher Kommentar, der erübrigt sich anhand der Bilder, die Sie gezeigt haben, aber auch der Beiträge, wie sie von Ihnen hier dann gegeben wurden. Ich denke, und da sind wir uns sicher alle hier einig, die jetzt hier die Veranstaltung besuchen, Sie machen eine großartige Arbeit und diese Arbeit ist es wert, so unterstützt zu werden. Sie ist es auch wert, dass wir Sie unterstützen.
Wir haben die Möglichkeit, jetzt nach dem offiziellen Abschluss dieser Veranstaltung durch den neuen Chor Dudenhofen, den ich damit schon ansage, aber lassen Sie mich noch einige Worte einbringen. Wir haben die Möglichkeit, Spenden jetzt auch beim Ausgang für das Projekt, für Ihre Arbeit zu geben, für Back to Life. Wir können auch, wir haben es gehört, auch das Buch erwerben und auf diese Weise beitragen, dass Ihre Arbeit gefördert wird. Wir haben die Möglichkeit, nebenan dann noch einen kleinen Umdruck auch zusammen dann zu haben. Und ich denke, wenn wir jetzt den Beitrag von dem neuen Chor Dudenhofen gehört haben, möchte ich noch den Vorstand und den Ausschuss für die Spendenvergabe des Vereins Best Particle Against AIDS bitten, zusammen mit Ihnen, Frau Dittjen, noch kurz hier zu bleiben, weil wir noch eine Spendenübergabe mit Ihnen machen möchten. Wobei natürlich die Besucher und Besucherinnen gerne dabei sein können, aber wenn Sie schon den Raum wechseln wollen, ist das genauso gut möglich. Nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind, und wir hoffen, dass wir Sie auch in einer angemessenen Form heute, aber auch dann weiterhin unterstützen können. Ja, dann geht es weiter mit dem neuen Chor Dudenhofen zum Abschluss der Veranstaltung. Ja, dazu möchte ich sagen, wir haben leider heute Abend ein Problem. Der Chorleiter kann nicht kommen und deswegen müssten wir die Bläser bitten, nochmal den Abschluss zu spielen. Ja, er hat halt ein Problem in der Familie, ist dazwischen gekommen. Und er hat uns gerade abgesagt. Thank you.
Ja, ich fand den Vortrag auch ganz toll. Das war jetzt nochmal so ein melancholisches Lied. Sie kennen das alle, über den Wolken. Aber die Stella Gini, die macht so eine tolle Arbeit. Und wir wollen jetzt fröhlich aufhören mit einem Stück, das heißt Come and Go. Okay?